Hallo, heute möchte ich mich mit Texteditoren beschäftigen. Ihr seht ja vielleicht öfters, dass ich das Programm VI bzw. Vim nutze. Das müsst ihr natürlich gar nicht. Ihr könnt nutzen, was ihr wollt. Deswegen dachte ich mir, ich mache mal ein Video zu Texteditoren. Und als erstes zeige ich euch mal den Texteditor, den die meisten Leute empfehlen. Nano Test. Nano ist das Programm, aktuell der 4.8er Version auf meinem Rechner. Und hier unten seht ihr schon, das sind die Befehle, die ich eingeben kann. Und das Dächle bedeutet STRG. Das heißt, wenn ihr STRG plus das Zeichen drückt, dann wird das eben ausgeführt. Zum Beispiel, wenn ich STRG plus K drücke, dann wird das ausgeschnitten. Und wenn ich STRG plus U drücke, dann wird das eingefügt. Der Vorteil vom Nano ist halt, er ist eine Umsetzung einer grafischen Textverarbeitung. Also ich kann gleich hier drin rumtippen. Ich kann hier unten mir eine Hilfe anzeigen lassen. Steuerung X. Ups, nein, Steuerung X war beenden. Steuerung G ist die Hilfe. Hier werden nochmal die einzelnen Möglichkeiten erklärt, wie man den ganzen bedienen kann. Da seht ihr schon, dass der auch ziemlich viele Optionen hat, die unten vielleicht gar nicht stehen. Ne? Ein Zeichen rückwärts, ein Zeichen vorwärts, zur vorhergehenden Zeile und so weiter. Das kann man sich natürlich alles aneignen, was hier der Nano kann. Und es ist auch sinnvoll, so einen Texteditor wirklich etwas besser zu kennen. Mit Steuerung X komme ich aus der Hilfe wieder raus. Mit Steuerung O kann ich speichern. Mit Steuerung X beenden. Und wenn ich es jetzt nochmal aufrufe, dann seht ihr, das ist auch gespeichert. Jetzt ändere ich ein bisschen. Wenn ich jetzt Steuerung X drücke, dann fragt er mich, ob ich diese Änderung jetzt auch speichern möchte und kann eben J oder N eingeben und fertig. Ja. Also Nano ist schon wirklich mächtig, keine Frage. Und wenn man sich an das Bedienkonzept gewöhnt hat, dann ist das, glaube ich, auch ein toller Texteditor. Für mich ist halt so, dass ich jetzt seit 20 Jahren Vim nutze. Ja, seit mehr als 20 Jahren. Und da habe ich die Bedienung so weit drin, dass das für mich jetzt echt keinen Spaß macht, mich da umzustellen auf Nano. Und mit Vim oder VI kann ich eben genauso hier eine Datei aufrufen. Mit Escape Doppelpunkt Q komme ich raus. Mit Escape drückt man einfach immer, um sicherzustellen, dass man im Normalmodus ist. Also ich kann hier Vim-Test oder V-Test schreiben. Das macht keinen Unterschied, solange der Vim installiert ist. Ganz wichtig. Was unterscheidet jetzt Vim von so Texteditoren wie Nano? Naja, wenn ich jetzt hier etwas schreiben möchte, dann schreibt da nichts, weil ich jetzt hier in so einem Befehlsmodus bin, der sich Normalmodus nennt. Und die Tasten haben jetzt Bedeutungen. Und deswegen seht ihr auch gerade, dass durch Tastendrücke jetzt hier zum Beispiel Sachen passieren, die ja irgendwelche Befehle auslösen. Also zum Beispiel eben, dass jetzt gerade was gelöscht wurde oder wieder rückgängig gemacht wurde. Und wenn man diese Befehle weiß, wie zum Beispiel A für Anhängen, da seht ihr, dass der an das Zeichen hinten dran springt oder an die Stelle hinten dran springt. I für Einfügen, das bleibt auf der Stelle. Also jetzt könnte ich hier was einfügen. Escape, bin ich wieder im Normalmodus. A springt ein Zeichen hinter oder mit der Pfeiltaste eben noch eins weiter hinter. Ja, das Bedienkonzept muss man dann halt einfach kennen. Und wenn man das mal gewöhnt ist, dann stellt man sich halt nach 20 Jahren auch nicht mehr so leicht um, weil die beiden Editoren unterscheiden sich da schon sehr in dem, wie sie arbeiten. Wenn man Vim, genau, mit Escape Doppelpunkt Q kommt man raus. Jetzt fragt er mich, will ich die Änderungen jetzt speichern oder nicht? Ich könnte mit Escape Doppelpunkt W, also Doppelpunkt W, weil reicht, wenn ich im Normalmodus bin, könnte ich es jetzt speichern und mit Q Ausrufezeichen komme ich eben ohne Änderungen raus. Ja, und jetzt wollten wir mal gucken, wie man Vim lernen kann. Da gibt es das Programm Vim Tutor.
Und Vim Tutor, das ist mit Vim dann mit installiert. Da kann man in einer halben Stunde eigentlich das Wesentliche von Vim kennenlernen. Und hier steht als erstes eben mit den Pfeiltasten oder HKLJ kann man sich in dem Dokument bewegen. Hier das, was ich gerade gemacht habe mit Doppelpunkt Q Ausrufezeichen. Hier zum Beispiel mit X kann man Zeichen löschen. Das heißt, man springt auf die Stelle X, X, X. Und dann kann man zur nächsten gehen. Hier ist eben I für einfügen. In dieser Zeile fehlt etwas. Also kann man hier an diese Stelle gehen. I fehlt. Das T war zu viel und so weiter. Hier könnte man jetzt nochmal reingehen. Text. Und hier fehlt noch das Wort Zeile. Ja, und so kann man hier Stück für Stück die Bedienung vom Vim erlernen. Hier dann der Unterschied zwischen I und A. Warum das jetzt ein großes A ist, weiß ich nicht, weil das kleine A funktioniert auf jeden Fall. Genau. Wie kann man kann WQ praktisch als die Option für Write und Quit kann man auch gleich nacheinander eingeben. Und ja, genau, hier geht es dann ums Löschen. DW löscht das Wort, auf dem man gerade ist. Mit dem Cursor. D$ löscht bis zum Zeilenende. DD würde dann die ganze Zeile löschen. DE bis zum Ende des aktuellen Wortes. Und was weiß ich jetzt hier. Alles kann ich auch nicht. Ja. Kann halt die Sachen, die ich brauche, und dafür reicht es. Hier kann man eben mit DD was rauslöschen. Dann wird die aktuelle Zeile gelöscht. Und wenn man 2DD eingibt, dann werden halt zwei Zeilen rausgelöscht. Mit U kann man rückgängig machen. Also, wenn ihr Vim lernen wollt, dann nutzt Vim Tutor. Und wem das auf der Konsole ist, sowieso keinen Spaß macht, mit Texteditoren rumzurennen. Der kann natürlich auch grafische Editoren nehmen. Auf den manchen Befehlen ist es dann halt der Gedit, also Gedit. Der ist auf diesem System nicht drauf. Hier ist der Xed drauf. Und dann seht ihr, habe ich jetzt diese Datei geöffnet und Hilfe über seht ihr auch, es ist der Xed. Den würde ich hier auch über Editor finden, oder? Zubehör. Textbearbeitung. Ah ja. Textbearbeitung heißt es unter Linux Mint. Okay. Da kann ich das Programm genauso öffnen. Könnte hier gucken, wie heißt es über. Und dann kann ich den, wenn ich weiß, wie er heißt, wer da jetzt installiert ist, kann ich den eben hier genauso aufrufen und die Datei editieren, speichern und wieder zumachen. Also, ihr habt da wirklich eine Vielfalt. Nutzt das, was ihr nutzen wollt. Und immer wenn ich den Vi oder Vim nutze, dann nutzt halt das, was euch am liebsten ist. Und als allerletztes, wenn ihr nur den Vi drauf habt, dann denkt dran, sudo apt-install vim zu machen, weil die Unterschiede sind schon gravierend zwischen Vi und Vim und es macht einfach deutlich mehr Spaß mit Syntax-Highlighting und Ähnlichem zu arbeiten und auch die Bedienung ist ein bisschen verbessert und von daher, ja, nutzt dann einfach lieber den Vim, den könnt ihr euch dazu installieren. Das war's dann für heute, macht's gut, ciao, ciao.